Wir waren ungefähr vor einem Monat in Polen und haben dort das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz besucht. Und was wir dort gemacht haben und wieso wir da waren, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, genau. Wir waren, wie Leo gesagt hat, in Polen als Jugendliche und junge Erwachsene. Wir waren insgesamt 45 Leute. Genau, und wir haben dort verschiedene Konzentrationslager besucht, und haben uns schon im Vorfeld, aber auch während der Woche mit unserer Familiengeschichte und dem, was unsere Urgroßväter und Ururgroßväter während dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, beschäftigt. Und es war eine sehr starke Woche, fand ich. Und wir haben viel erlebt. Es war zwar sehr intensiv, aber es war auf jeden Fall gut, die Orte auch zu sehen und zu sehen, was passiert ist. Und wieso wir das machen, wird euch jetzt Leo erzählen. Wieso wir dort waren, war aus einem ganz persönlichen Grund, weil wir uns mit unseren Familiengeschichten beschäftigt haben. Und jede deutsche Familie hat Vorfahren, die im Holocaust beteiligt waren. Und so haben wir uns selbst damit beschäftigt, was unsere Vorfahren ge getan haben während des Zweiten Weltkriegs, und sind an die Orte gegangen, an die Orte der Zerstörung, und haben uns dort eben die Konzentrationslager angeschaut. Ein weiterer wichtiger Punkt, wieso wir auch in Polen waren, ist einfach, dass man sieht es in Nachrichten, auf Instagram auch ganz viele Videos, wie Antisemitismus auch heute noch in der Zeit zunimmt. Und das ist schlimm, was für Auswirkungen das hat. Und nicht nur Antisemitismus, sondern generell auch Ausländerfeindlichkeit. Deswegen war es uns so wichtig, wirklich nach Polen zu gehen und uns damit zu beschäftigen und damit auch ein Zeichen zu setzen, dass wir gegen Antisemitismus stehen, dass wir als Jugend wirklich auch ein Zeichen setzen, dass sowas nicht nochmal passieren sollte. Und am Anfang von dieser Führung von Auschwitz wurde uns ein Zitat gezeigt, da stand, wer nicht daran gedenkt, was damals passiert ist, ist verdammt, es selber zu wiederholen. Und das heißt also, dass wenn wir nicht dran denken, was damals passiert ist, und uns nicht damit beschäftigen, was unsere Familie während dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dann sind wir dazu verdammt, selber durch das zu gehen. Und das sieht man ja heute, diese ganzen Auswirkungen von Antisemitismus, von Mobbing gegen Ausländer, Judenfeindlichkeit. Deswegen ist es so wichtig, da wirklich auch ein Zeichen zu setzen, dass man wie einen Stopp setzt, dass sich sowas nicht nochmal wiederholen darf, weil das war eine schlimme Zeit, das war eine schreckliche Zeit, es sind schlimme Dinge passiert, und wir können auch selber in unserem Alltag wirklich darauf achten, dass wir so mit Leuten umgehen, dass wir selber merken, okay, jetzt setzen wir ein Zeichen, dass sowas nie wieder passieren darf. Genau, ich möchte kurz von mir persönlich erzählen. Mein Uropa war Ingenieur und hat mitgeholfen, in Auschwitz die Gaskammern und genauso diesen Stacheldrahtzaun, der sich um das ganze Lager begibt, aufzubauen. Und als wir vor Ort waren, es hat mich ziemlich getroffen, weil überall, wo ich hingeschaut habe, habe ich meinen Uropa gesehen, und das, was er Schlimmes angerichtet hat, durch die Gaskammern sind viele, viele Menschen umgekommen. Aber dieses Thema konnte mich nie wirklich treffen. Das heißt, ich wusste zwar, dass er das gemacht hat, und ich wusste auch, was für eine Auswirkung das hatte und wie schlimm es eigentlich war, aber mir war es eigentlich egal. Das heißt, ich war so, ja, ist halt passiert, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Aber als ich vor Ort war, habe ich gesehen, was Schlimmes eigentlich wirklich mein Uropa angerichtet hat. Und da wirklich real und live vor Ort zu sein, das hat nochmal sowas in mir geändert, wo ich gemerkt habe, wie mir das nicht mehr egal war, was damals passiert ist, wie mir nicht mehr egal war, dass Millionen von Juden umgekommen sind wegen uns Deutschen. Das hat mich wirklich persönlich berührt, und konnte mich in der Woche echt verändern, weil in der Bibel steht auch, dass die Schuld unserer Vorfahren tut sich bis in die dritte und vierte Generation weitergeben. Und ich habe genau diese Härte, die mein Uropa hatte, habe ich in mir gespürt. Diese Härte gegenüber Ausländern, die Härte gegenüber anderen Menschen. Und deswegen, manchmal wundert man sich, woher kommt diese Härte, woher kommen Depressionen, woher kommen Angstzustände, vielleicht auch, wenn ich gar nicht so traumatische Dinge erlebt habe. Aber das sind eben diese Dinge, die weitergegeben werden. Und deswegen wurde ich in der Woche wirklich echt verändert und konnte auch zu Gott diese Dinge bringen und ihm um Vergebung bitten. Ja, dasselbe habe ich auch selbst erlebt. Mein Urgroßvater war ein hochrangiger SS-Offizier, der selbst einen sogenannten Musterhof hatte und dort Zwangsarbeiter beschäftigte. Und die Zustände in diesem Hof waren alles andere als gut, und die Zwangsarbeiter wurden dort misshandelt. Und so wie es meinem Uropa egal war, wie es diesen Zwangsarbeitern ging, habe ich diese gleiche Härte und auch
diese Gleichgültigkeit, mir wäre es egal gewesen, wie es denen gegangen wäre, habe ich selbst bei mir entdeckt und das erkannt bei mir. Und ich konnte das einfach aussprechen und ich konnte einfach Jesus um Vergebung bitten. Und ich denke jetzt einfach viel mehr für andere Leute. Ich kann mich in andere Leute hineinversetzen. Und ich habe gemerkt, da ändert sich bei mir selbst was, was auch davor eben noch nicht so war. Mein Name ist Kila, ich bin 17 Jahre alt und einer meiner Vorfahren war Chefapotheker von Auschwitz und stand an der Rampe und hat entschieden, wer leben und wer sterben muss. Auf dieser Reise hat Gott mein Leben komplett verändert. Ich habe früher Menschen in Schachteln gesteckt und sie kategorisiert. Jetzt muss ich es nicht mehr machen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin Julina und ich bin 17 Jahre alt. Mein Urgroßvater war als Schütze in der Wehrmacht und beim Polenfeldzug dabei. Er war beteiligt an vielen Morden von Juden und der Zerstörung von Dörfern. Als wir in Auschwitz waren, konnte es mich leider gar nicht berühren und ich habe gemerkt, wie diese Härte von meinem Urgroßvater auch genauso in meinem Herzen ist. Als wir dann am nächsten Tag gebetet haben, konnte ich wirklich zum ersten Mal über meine Familienschuld und auch über meine eigene Herzenshaltung weinen und Gott konnte mein Herz verändern. Mir war das sehr wichtig, dass das passiert und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Schritt, dass einfach das mich berührt und mein Herz einfach berührt. Mein Name ist Esther, ich bin 15 Jahre alt und meine Urgroßväter mütterlicherseits waren während dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion in der Wehrmacht und haben da eben Juden ausgeraubt und die Häuser geplündert. Und das hat mich nie berührt oder das war mir eigentlich immer relativ egal, was sie dort gemacht haben. Ich habe mich nie weiter mit dem Thema beschäftigt und als wir in Auschwitz waren, konnte der Herr das einfach verändern. Ich habe nicht mehr das in mir drin, dass es mir egal war. Ich wollte mehr darüber erfahren und eben, dass es nicht das gleiche Denken in mir drin ist wie bei ihnen, dass ich sozusagen das verändern kann in der Linie von meiner Familie, dass ich eben da den Unterschied mache. Und gleichzeitig meine Uroma väterlicherseits war Jüdin und deshalb habe ich wie in mir drin so eine Verachtung gegenüber dem deutschen Volk auch verspürt. Ich wollte immer so schnell wie möglich aus Deutschland raus nach dem Abitur. Ich wollte so lange wie möglich auch immer weggehen und der Herr konnte diese Verachtung gegenüber dem Volk einfach richtig verändern und dass ich ja sagen kann, dass ich Deutschland jetzt mag, dass das nicht mehr ein Teil von meinem Leben ist. Ich bin Samuel, 15 Jahre alt und mein Urgroßvater war NS-Blockwart und hat die Juden in den Ghettos auf brutalste Weise unterdrückt, geschlagen und ihnen manchmal auch nichts zu essen gegeben, obwohl sie dringend was gebraucht haben. Und durch die Reise in Polen hat mich das Thema auch nochmal ganz neu berührt. Ich konnte es auch nochmal neu auffassen, was mein Urgroßvater da gemacht hat damals. Und auch dann, als ich nach der Reise auch wieder in der Schule dann war, konnte ich auch gegen Judenwitze oder eben Mobbing gegen andere Schüler konnte ich auch was sagen und konnte wirklich auch meinen Mund aufmachen und gegen auch modernen Antisemitismus was sagen.